Dankeschön, danke. Man könnte jetzt natürlich wieder rausklettern. Wollen wir aber nicht, weil hier geht es ja schon irgendwie weiter, ne? Da oben zum Beispiel. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da hin? Ich vermute, das sieht nach einem Sprung aus, den man schaffen könnte. Dass wir den jetzt einfach machen müssen und dann... Ich sag's doch, ja, jetzt müssen wir ja sie mit den Richtungstasten in die Ritze pressen. Oder wie uns das in dem Tutorial gesagt wurde. Ach, Lara, was du schon alles überlebt hast hier. Ich kann gerade nicht rauskriechen. Doch, jetzt. Ich war gerade noch komisch. Spalte. Ja gut, dann halt die Spalte. Spalteritze. Ist doch das gleiche hier. Ist auf jeden Fall nicht sehr geräumig. So. Jetzt könnten wir hier oben lang kraxeln. Was wir auch machen. So, jetzt hier. Ist ein bisschen fummelig, aber kriegen wir hin. So, zack. Und wieder rein in die Spalte. So, mal gucken, wo wir rauskommen. Jetzt sind wir dabei irgendwie Bahnsteig 9¾. Wahrscheinlich gibt es auch. Gibt es ein Harry Potter Custom Level bei Tomb Raider? Wahrscheinlich. Gut, doch alles. Was ist denn das jetzt hier? Aha. Nope. Na, nicht Nell. Nope. Ach, Nell. Ja klar, die Ratte kommt natürlich durch, wisst ihr. Wer hat das gebaut, ey? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach jetzt zusammengeschützt. Auf jeden Fall kommen wir hier durch. Wir brauchen also ein Ticket scheinbar. Nope. Irgendwo, also merkt ihr das mal alles jetzt. Ich verlasse mich einfach auf dich, dass du dir alles merkst. Ich kann mir sowas nicht merken. Hier ist ein Ticket. Schalter. Also irgendwie kommt man hier durch. Das ist schön. Heißt aber, dass wir trotzdem falsch sind. Dann geht's hier unten lang? Warte mal, hier geht's doch lang, oder? Nee. Geht's nicht. Das sieht nur so aus. Da guck mal, die Illuminati-Tür hier unten ist auch zu. Das heißt, da kommen wir auch noch nicht durch. Heißt, hier soll man noch gar nicht sein. Nell. Hm. Meine liebe Lara, warum öffnest du denn eigentlich nicht einfach mal die Türen? Du kannst alles verschießen, alles zerstören, aber so eine einfache, alte, rostige Tür kannst du nicht aufbrechen. Das geht nicht, hä? Da bricht das System zusammen. Gut, das heißt, wir müssen wahrscheinlich, keine Ahnung, wieder in die Haupthalle zurück. Der Suche nach einem Ticket. Oder lässt irgendjemand einfach mal ein Ticket für uns fallen? Einfach mal so. Netterweise. Denkt mal auch an uns hier. Das wäre sehr nett. Kann ich zum Beispiel hier unten. Ist das ein Ticketautomat? Nee. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit diesen komischen Sternen anfangen soll. Ich weiß aber auch nicht, wie man Treppen normal runter. Nee. Muss ja auch nicht wissen. Es muss immer alles cool und Action. Lass dich aussehen. Das ist wichtig. So, wir überlegen jetzt mal logisch. Das hier ist die Haupteingangshalle. Also irgendwo müsste jetzt ja, ganz ehrlich, kannst du nicht sagen, dass hier nicht irgendwo bei diesen Dingern hier vielleicht ein Ticket rumliegt, oder? Also hochklettern kann ich auch, das ist schön. Von da oben bin ich ja gekommen. Aber es muss irgendwo ein Ticketautomat geben. Wie Sie sehen, sehen Sie eine verschlossene Tür. Das ist nicht schön. Hier geht es auch nochmal nach unten. Ja, waren wir hier schon? Ja klar waren wir hier. Von hier sind wir gekommen. So. Das führt jetzt ja einfach nur wieder zu dem Eingangspool. Oh weia. Das ist jetzt das zweite Level in Folge, was schon wieder so total verwirrend ist. Schön. Wunderbar. Eventuell hat das Licht unten in der Höhle auch was aktiviert. Ja, kann sein. Wissen wir aber leider nicht, ne? Ich gucke mir gerade an, ob hier irgendwo vielleicht ein Ticket rumliegt oder so. Kann ja sein. Also sieht aber alles nicht so aus. Einfach nur... Weil das sind ja die Ticketschalter. Könnte ja sein, dass der irgendwo einfach so greifbar rumliegt. Ist aber leider nicht der Fall.
So, viel mehr Möglichkeiten haben wir eigentlich gar nicht, ne? So, was machen wir jetzt hiermit? Das ist auch so ein Ticketschalter, oder? Da ist ein Schalter in der Mitte, das heißt, die Tür müssen wir auch irgendwie aufkriegen. Ja, ansonsten haben wir ja eigentlich nur unsere beiden Durchgänge. Also einmal hier den Bahnsteig. Und dann hier unten den Bahnsteig. Das war's. Und dann haben wir, wie gesagt, die verschlossenen Türen noch. Wir können ja nochmal nach oben klettern. Vielleicht ist da noch irgendwas. Aber. Lara. Bleib mal bitte da oben. Du wirst dich doch mal festhalten können. Oder auch nicht. So. Och Mensch, bleib doch mal da, wo ich. Das kann doch nicht sein. So. Klettern wir hier hoch. Da kommen wir auf jeden Fall wieder oben auf die Stahlträger. Hier gibt es ja noch eine. Ach, also irgendwie gerade flutscht es nicht so. Jetzt da noch irgendwie eine Kletterpassage. Das heißt aber, wie gesagt, wir brauchen ein Ticket. Dann haben wir irgendwie diesen Stand gefunden. Keine Ahnung, was der bewirkt. Ja, hier oben gab es halt nichts mehr. Ja, hier gab es den Typen. Ja, wunderschön. Freut mich, dass es dich hier gibt, so. Dann ging es halt hier da unten. Von da sind wir gekommen, von da unten. Aha, was ist das denn hier hinten? Was ist das? Okay. Ja, bringt uns doch gar nichts. Kann man das nicht reinpressen, oder? Wie soll man denn da sonst hinkommen? Press mal, press mal, press mal. Und nochmal, und. Geht nicht. Laras Stern. Wow, was für ein toller Witz. Weißt du was, das könnte ich echt mal. Das könnte ich eigentlich so als Levelüberschrift nehmen, ne? Lara Stern. Wäre schon Laura. Wir kennen Lara, das reicht. So, was ich jetzt vermute, ist vielleicht, dass wir jetzt irgendwie das so nach außen gedrückt haben. Und jetzt können wir da nämlich hochklettern. Was hältst du denn davon? Ja, siehst du nämlich. Wir können da echt hochklettern. Nee, muss auch nicht weiter raus, weil wie du siehst, haben wir jetzt. Das erreicht, was wir erreichen wollten. Das war einfach Kletterpassage. Hier. Jetzt mal ein bisschen rumwuseln, ein bisschen ja, herumschauen, kriegt man da schon raus. Hoffe ich. Jetzt müssen wir uns wieder irgendwie einfach ins Nichts fallen lassen. Ich habe auch wieder was zum Drücken, aber hier will ich eigentlich erstmal. Ich werde erstmal gucken, wo es hier lang geht. Wo geht's hier lang? Will ich das wissen, vor allem. Was haben wir denn da? Eine Feile? Oh, Kochlöffel, was ist denn das? Was ist das denn? Ein Wartungsschlüssel. Ja, nice. Aha. Aber für was ein Wartungsschlüssel? Wahrscheinlich ein Wartungsschlüssel für. Schalter sehe ich auch, ja, direkt vor meiner Nase. Den wollte ich noch aktivieren. Ich will ja nochmal hochgehen, weil wie gesagt, da konnte man noch einen Schalter, da konnte man noch was hin und her schieben. Ich will mal gucken, ob wir da noch einen Gang möglicherweise freilegen können. Also, weil ich jetzt mit einem Wartungsschlüssel anfangen soll, weiß ich nicht. Irgendwo wird sich schon was finden, ne? Na. Ach ja. Lara, Lara, Lara. Du machst mir schon das Leben schwer hier. Muss ich dir mal so sagen. Ist nichts Persönliches, ne? I have you very lieb, aber. Trotzdem so. Ah ne, wir kommen jetzt einfach auf der anderen Seite wieder raus. Also. Jetzt könnten wir wieder. Jetzt könnten wir wieder schieben. Jetzt könnten wir wieder schieben und können den Wald. Nee, können wir nicht. Die Frau wird doch mal. Warte mal, ich schieb den mal. Obwohl, nee. Ich muss doch da gar nicht mehr lang, oder? Das ist. Bringt mir das jetzt irgendeinen Vorteil? Nee, also ich fahre jetzt hier rein. Hab den Wartungsschlüssel.
Tja, und die Erwartungsschlüssel müssen wir halt irgendwo reinstecken, aber weißt du noch wo? Hast du noch irgendwie eine Ahnung, wo ein sinnvoller Ort wäre, den Wartungsschlüssel hineinzurammen? Also ich habe keine Ahnung. Oh, hier geht's wieder einfach nur zurück. Das wollen wir auch nicht. Also, drehen wir da um. Okay. Wir gehen mal jetzt wieder alle Orte ab, die wir schon. Ich speichere mal. Ist ja schön, dass wir überhaupt einen Fortschritt hatten im Spiel. Ich würde es einfach überall wahllos versuchen, ja. Du kannst meine Gedanken lesen. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Weil ich keine Ahnung habe, wie gesagt, ne, es ist halt. Oh, jetzt sind wir ja unten. Kommt jetzt wieder ein Zug? Oh ne, da waren wir schon auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich ist es das wirklich, dass wir irgendwo den Wartungsschlüssel reinstecken müssen. Guck mal, da hinten geht es nämlich doch weiter. Siehst du? Das wird die Lösung sein. Irgendwo hier unten ist ein Loch für einen Wartungsschlüssel oder irgendeine Maschine dafür. Und dann können wir auch die anderen, die Bahnsteige weiter entlang laufen. Das wird es wahrscheinlich wirklich sein. Aber wie wir das machen müssen, das ist die Frage aller Fragen. Ist hier oben was zum Einführen? Was sind wir jetzt hier? Sieht hier jetzt auch komisch. Hier ist unten mal. Da unten fährt einfach was lang. Da oben ist halt eine verschlossene Tür. Das heißt, da kommen wir schon mal nicht hin. Boah, wie labyrinthisch das hier ist. Meine Fresse. Ich brech zusammen, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also irgendjemand hat hier viel Spaß gehabt, ne? Was ist denn das hier eigentlich? Sieht auch komisch aus. Irgendwie wie eine Maschine. Als ob ich da irgendwas reinstecken könnte, aber kann ich auch nicht. Es ragt so komisch hervor. So, da hinten zum Beispiel. Guck mal da. Das sieht doch, könnte das ein Wartungs... Guck mal. Ja, da. Hier. Rein damit. Komm. Yes, es passt. Speichern. Sofort speichern. Wenn ich weiterkomme, ist das immer ein gutes Zeichen. Es ist so arschdunkel hier drin. Ich kann froh sein, dass ich die Helligkeit meines Monitors hochgestellt habe. So, nun mal sehen, was jetzt passiert. Oh Gott. Es werde Licht. Ah, und wie Sie sehen, sehen Sie wieder Munition. Für Waffen, die nicht in meinem Besitz sind. Jetzt haben wir ja nämlich. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier nämlich den Strom angeschaltet. Das heißt, jetzt können wir wahrscheinlich auch hier langlaufen, ne? So. Das ist ja auch lustig. Seit wann liegt denn das da? Was ist das denn? Es ist ein alter Penny. Wahrscheinlich können wir uns jetzt an dem Dings da wirklich ein Ticket kaufen. Ich hatte mal gehört, in England ist das öffentliche Straßenverkehr ganz simpel und übersichtlich gestaltet. Die von Tomb Raider haben das nie gehört. Naja. Gut, aber ich meine, wäre jetzt wirklich ein einfaches, simples Netz wirklich sowas Spannendes? Ich glaube auch nicht, oder? Jetzt muss ich mal ganz stark nachdenken. Wo war denn dieser Ticketautomat? Jetzt haben wir ja diese Münze bekommen. Das heißt, hier kommen wir scheinbar nicht lang. Könnte ich ja nochmal versuchen. Sicher ist sicher nicht, dass wir jetzt. Also, ich möchte alle Möglichkeiten mitnehmen. Ja. Kann ja nicht schaden. Machen wir hier noch eine schöne Hechtsprung. Einen schönen Hechtsprung. Ja, ne, hier wird auch wieder gleich der Inner ankommen und mich zerstören. Guck mal, da wartet er schon. Siehst du das? Weil wieder da drin, hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Der hängt da so halb im Boden fest. Ach, jetzt hat er sich gerade gerichtet. Hast du es gesehen? Der war im Boden und jetzt hat er sich so zack aufgestanden. Hat eine Lara gerochen, ne? Hat eine Lara gerochen und ist dann sofort losgefahren. So, also ein alter Penny. Aber so kennen wir die Lara, ne? Kleingeld klauen, das ist ihr Ding.
Soll ich nochmal da unten lang gehen? Quatsch. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind. Na, jetzt bin ich doch hier unten. Ja, da hinten ist eine Schranke. Das heißt also, dass, da wird es nicht lang gehen. Lara und das Kleingeld. Wir erinnern uns ja noch, ne? Weihnachtsepisode, wo sie ein paar Euro geklaut hat. Obwohl sie Millionärin oder Milliardärin ist, keine Ahnung. Aber ja, so kennen wir sie, ne? Das ist Lara, wie sie leibt und lebt. Klaut. Gut. Gut, 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 gut. Dann wollen wir uns doch mal wieder zum Penny-Automaten begeben. Ich weiß, es war ein Custom-Level, ne? Aber scheinbar gab es eine gewisse Inspiration, weißt du? Also, das ist scheinbar nicht das erste Mal, dass... Oh, wie ist erschrocken. Das war nochmal eine Katze, die gerade hier gemiaut hat. Hallöchen, Katze. Na? Wie geht's dir? Miau. Vielleicht kannst du mir helfen, ich glaube nicht, aber... Das wird, glaube ich, nicht passieren. So. So, also, wir haben es geschafft, einen kleinen Schritt weiter zu kommen. So, jetzt müssen wir jetzt hier links runter, war es, glaube ich. Auf jeden Fall war das auf der anderen Seite, wenn ich mich recht erinnere. So, da hatten wir jetzt hier diesen weitere Geröll. Lara, fall einfach runter, ist alles in Ordnung. Nur nicht so Gedanken. Lass dich mal fallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat mit dem Bahnsteig. Ja, Scheiße, wo war das denn? Also. Genau hier nach oben ging's. Genau, warte mal. Hier nach oben ging's und da war, glaube ich, Ende im Gelände. Richtig? Genau. Genau hier sind wir richtig. Yay! Ich freue mich. Das ist wirklich wunderschön. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. So. Also rein da. Rein in die Ritze. So. Übrigens, ne, ich will nur mal sagen, natürlich, wenn wir mit Tomb Raider fertig sind, mit den klassischen Spielen, geht es dann auch weiter mit den Reboot und dann auch mit dem zweiten Reboot. Aber natürlich kommen auch weiterhin klassische Tomb Raider Level. Also... Bedeutet Custom Level. Kannst du dir auch gerne aussuchen, Yuki Biene, ne? Also du kannst mir wieder ein schönes Custom Level präsentieren, wo du sagst, ja, da hätte ich Lust drauf. Ich bin da relativ offen. Auf den Level, auf den Level-Seiten, da gibt es ja auch so Hall of Fames und sowas, wo man wirklich, wo auch gute Level ausgezeichnet sind und so. Das heißt also, ja, es ist halt ein unendlicher Pool, ne? Unendlicher Pool an Möglichkeiten. Und mir macht ja Lara Croft auch Spaß. Also Tomb Raider. So, jetzt aber, Penny. No. Na wie, nö? No? Nix, nö. No. No. Wieso denn, nö? No? No. Das ist ein Penny und das ist doch ein Ticketautomat, oder nicht? Oh. Och Mensch, nee. Also, dann gehe ich zurück. Also wirklich. Aber wo soll ich das denn sonst reinstecken? Ich brauche ein Loch für den Penny. Gut, dann war es das schon mal hier nicht. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Ja gut, wir haben jetzt die lila Seite, die wir betreten können. Aktivieren den lila Gang mal das Licht und laufe dann zurück für meinen Seelenheil. Ja, wenn es sich glücklich macht, also. Ich bin da offen dafür, ne? Also, wenn sich da noch was aktivieren lässt, ne? Kann auch sein, dass das jetzt schon längst erledigt ist. Aber hier haben wir ja schon alles gelöst. Das ging ja sozusagen zu den Geheimen. Oh. Ne, hier unten ist. Hier ist Schicht im Schacht, siehst du? So. Ich hab's aktiviert oder deaktiviert. Was auch immer das jetzt. Zu bedeuten hat. Na gut, hier war das.
Was soll ich mit dieser Münze anfangen? So, jetzt rennen wir mal in die andere Richtung. Du hast ja gesagt, dass es da potenziell lang gehen könnte. Weil da jetzt irgendwas aktiviert hat, ich glaube zwar nicht, dass das das Rätsels Lösung ist. Das Problem ist, haben wir ein Ticketautomat im Hauptraum gehabt? Auch nicht wirklich, oder? Der kommt gleich wieder. Okay. Wie du siehst, hat es nichts damit zu tun. Also das war jetzt keine Ahnung, warum das nochmal so leuchtet oder was das zu bedeuten hat. Hier kommen wir nicht weiter. Aber ein Versuch war es wert. Ich meine, ist doch super. Man kann es ja mal probieren. Kommen wir da lang ein? Ich kann das noch schießen. Ach, come on! Komm schon! Ernsthaft! Kann man das noch schießen? Das ist, ja. Ach, das ist nur ein. Ach, ist nur ein Secret. Naja, gut. Toll. Juhu. Ich will keine Secrets finden. Ich will lieber den Lösungsweg finden. Das ist mir viel lieber. Aber immerhin, ja. Ja. Man muss es ja mal positiv sehen. Wahrscheinlich hast du recht. Ich weiß es nicht. Lara, jetzt gehen wir schon an die Kante. Und springen. Gut. Haben wir das gefunden? So toll ist das Secret auch nicht gewesen. Mein Gott, ein bisschen Schrotflintenmunition ist ja ganz nett, aber brauche ich jetzt auch nicht in meinem Leben unbedingt, ne? So. Ja, hier, Ticketautomat, das ist doch einer. Warum kann ich da nicht einfach was reinstecken? Das ist doch... Also ich muss jetzt einfach, ich bin mir ziemlich sicher, ich muss... Aber immer Gin, nicht Gin, da spricht der Alkohol. Okay. Auf jeden Fall muss es hier einen Ticketautomaten geben. So, und das ist doch hier das Logischste, ne? Ticketautomat in Hauptraum. Da hinten, zwei. Das ist doch Ticketautomat. Warum kann ich hier nicht irgendwo... Oder zumindest... So, hier, da. Hier, Ticket. Jetzt, bitte. Gib mir ein Ticket. Bin ich? Wo bin ich? Hilfe! Wo bin ich? Ich glaube, ich habe mich weggeglitscht hier. Ich bin in der Wand. Hallo? Lara? Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja. Ich glaube, wir laden mal. Ich glaube, jetzt habe ich mich also wirklich völlig festgehangen. So, aber jetzt mal realistisch, bitte, was soll ich denn jetzt machen? Also, wo kriege ich jetzt diese... Weißt du, vielleicht gehen wir nochmal da runter, wo wir gerade Licht angemacht haben. Vielleicht ist da unten irgendwo ein Ticketautomat und ich habe den einfach übersehen. Das kann ja auch sein. Weil wo soll er sonst sein? Hier oben kann ich ihn nicht holen. Hier gibt es doch nirgendwo irgendwie einen Gegenstand oder einen Bereich, der irgendwie anders aussieht. Ach, Lara, siehst du, das Spiel glitscht sich schon weg. Einfach nur, weil... Das Spiel merkt, wie verzweifelt ich bin hier. Oh. Schade. Das war jetzt keine Absicht. Ach, Mann. Ja, komm, hol dir deinen... Da hat's mal kurz geknackt, was soll's. Kann passieren. Ich bin ganz froh, dass wir London nicht zuerst gemacht haben. Ich glaube, wenn wir London zuerst gemacht hätten, da wäre ich schon... komplett verzweifelt. Also ich finde London auch weitaus schwerer als jetzt hier Nevada. Und da, ich dachte, guck mal, zum Beispiel, wenn du dir mal sowas anguckst, jetzt wie Area 51, was wir hatten, das sah ja auf den ersten Blick auch erstmal ein bisschen verwirrend aus oder so, als ob man da nicht irgendwie jetzt aufs Labyrinthisch wäre, aber da war es irgendwie, man hat immer dahin gefunden, wo man hinfinden wollte, ne? Und so von da... Stört mich das jetzt nicht, aber so ist es halt natürlich belastend. So. Kann ich da was reinstecken? Nee. Gut. Ich mache jetzt keinen Kopfsprung. Merke, Kopfsprung führt zu Genickbrüchen. Das wollen wir bei Lara doch vermeiden. Die Arme. Die arme Mrs. Craft. My name is Lara Craft. Okay.
der war's der Ticketautomat, oder nicht? Oder ist das einfach der Ticketautomat? Nee, oder? Es ist halt sonderbar. Also das ist ein Ticketautomat, da ist die Münze rausgefallen. Ich kann sie aber mit Gewalt nicht wieder reinpressen. Ich würde sie gerne mal reinpressen. So, mach mal bitte. Und sag bitte nicht no. Sie sagt wieder ja, sie sagt wieder nell. Sie sagt gar nichts. Sie sagt nichts. Oh, Lara. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier ist ja auch nichts außer ein Schalter, den wir aktiviert haben. Yuki Biene. Sag doch mal an, du weißt doch bestimmt, wo es lang geht, oder? Da oben kommen wir auch nicht rein mit der Münze. Können wir mit der Münze die Tür öffnen? Auch Quatsch, oder? So, rot heißt einfach, da kommen wir nicht lang. Naja. Dann müssen wir uns hier irgendwie durchwinden. Irgendwie wird es ja schon eine Lösung geben, ne? Aber auch hier wirst du gleich sehen, es wird gleich wieder rot werden. Deswegen springt das wahrscheinlich um zu zeigen, ja, da geht's nicht weiter. Also der einzig logische Weg, den ich jetzt halt noch erkenne, ist ja letztlich der Weg hier nach oben. Aber wie du siehst, wenn hier oben langlaufen, sieht ja ganz nett aus, aber die Tür ist trotzdem zu. Also ich habe keine Ahnung. Es ist halt... Ich will aber auch nicht in die Komplettlösung schauen, ne? Das ist ja auch immer blöd, wenn man jedes Mal jetzt in eine Lösung guckt oder so. Aber was soll man hier faktisch noch machen? Also... Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ich habe eine Münze bekommen. Und eine Münze wird hier wahrscheinlich in diesem Zusammenhang einfach dafür da sein, dass wir uns eine Karte kaufen können. Warum muss das alles so kryptisch sein hier? Meine Güte. Die Dinger sind alle... Die sind alle unbesetzt. Hier ist natürlich nirgendwo ein Ticket. Ich meine... Warum sollte nicht einfach mal hier ein Ticket sein? Muss ich doch ja nochmal hier oben lang klettern oder so. Nee, Lara... Ob wir nochmal dahin kommen, wo das Sägerad? Nein, ich glaube nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Du meinst in das Anfangsgebiet, aber da geht es nicht vertikal nach oben. Das geht nicht mehr. Also, denke ich zumindest. Oh, Lara, spring! Ganz unten safe. Also das heißt, wo soll ich denn jetzt lang gehen? Also soll ich nochmal da zum Anfangsgebiet gehen oder was meinst du? Da waren noch Gegenstände, sagst du. Aha. Ich weiß nämlich gerade nicht, was du meinst oder... Was ist denn hier oben eigentlich? Wenn ich das jetzt da durchschiebe. So. Von hier sind wir ja hochgeklettert. So. Wo geht's denn da oben lang? Da oben sind wir auch gekommen, eigentlich. Also. Nee, ist schon richtig. Das ist halt vom Prinzip her näher. Die Sache ist, ich weiß auch gerade gar nicht wirklich, wo du meinst, wenn ich ehrlich bin. Oder, also ich weiß, wie wir in das Anfangsgebiet zurückkommen. Warte mal, das war hier die gegenüberliegende Seite, glaube ich. Die war es nicht. Hier ging es lang, glaube ich, oder? Ja, so. So, also. Du meinst also, dass wir uns jetzt hier nochmal entlang bewegen. Ich speichere mal. Mal sehen, ob das vielleicht irgendwie das gewinnbringend ist. Es ist halt komisch, weil von der Logik her würde ich ja echt sagen, so
Logisch ist ja, dass wir die Münze irgendwo in den Ticketautomaten in der Eingangshalle stecken können, aber scheinbar ist das nicht so. Aber hier schon, das kommt mir auch komisch vor. Ich habe keine Orientierung, ich habe keinen Plan. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Aber was zum Beispiel ist das hier? Warum ist hier die... Warte mal, warte mal. Warte, warte, warte mal. Diese Musterung kommt mir doch bekannt vor. Merk dir das mal bitte. Ich weiß, du bist diesbezüglich sehr vertrauenswürdig, deswegen gebe ich dir gerade die Aufgabe. So. Was ist denn jetzt? Haben wir nämlich... Kann das sein, wenn wir jetzt oben diese Kiste da schieben? Wir haben es jetzt ja wieder in die Ausgangslage zurückgeschoben, ne? So. Was ist denn, wenn wir das jetzt hier ziehen? Und vielleicht wird auf der anderen Seite da auch noch was freigelegt. Das könnte sogar sein. Und wenn es nicht stimmt, dann bist du an allem schuld, ne? Nein, bist du nicht, aber... Nein, ist alles gut, aber es ist halt... Ist ja traurig. Ich möchte halt so gerne hier weiterkommen, aber irgendwie will das Spiel nicht so. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ganz akribisch den Weg hier lang gehen. Und zwar jetzt hier hoch und gucken uns mal an, ob das funktioniert. Weil sonst bin ich langsam mit meiner Latein am Ende, muss ich sagen. Weil wie soll es denn noch weitergehen? Wie? Erklären Sie mir dies. So, jetzt sind wir hier oben. Jetzt gucken wir mal dahin. Aha. Und nun? War das irgendwas Neues? Das ist doch scheiße. Das ist doch genau... Das ist doch nix. Jetzt können wir den noch von der anderen Seite schieben. Das ist doch... Wow. Das hat ja viel gebracht. Nein, es geht nicht weiter. Leider. Ich kann es gerne nochmal zeigen. Warte, hier gucke. So, wir schieben. Und jetzt versuche ich es nochmal. Geht nicht. Lass trotzdem so. Du meinst so nach hinten geschoben oder was? So, ja. Ja, keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei, es wird langsam mal wieder Zeit tatsächlich, dass ich erstmal aufhöre. Ich wollte auch nicht so lange machen, also ich habe mir so bis 22 Uhr vorgenommen. Ist jetzt zwar ein bisschen kurz gewesen, der Stream, aber na gut, fast 2 Stunden, das passt schon. Ja, aber das nächste Mal finden wir irgendwie weiter, hoffe ich. Ich speichere nochmal. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Zumindest haben wir das eine London-Level geschafft. Das andere London-Level werden wir auch noch schaffen. Das kriegen wir irgendwie hin, würde ich sagen, oder? Deswegen bleiben wir motiviert. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Tomb Raider 3. Bis dahin und ciao.